mal was zu essen. Das sammle ich jetzt einfach mal ein. Und etwas Geld. Sehr schön. Links, rechts. Hier ist eine kleine Schatzkammer. Okay. Wow. So. Weg mit euch. Dann hier hoch. Und da ist schon wieder Licht. So, das Essen verdichte ich jetzt aber. So. Ist da der Ausgang? Ja, da ist tatsächlich der Ausgang. Gut, damit haben wir das erste Unterlevel wohl geschafft. Level abgeschlossen. Goldener Bonus, Geld. Heroischer Hunger. Fast. Stattliches Vermögen ist auch weiter gewachsen. Das hier auch. Kronenwegwerfer. Du kommst gut voran. Doch wer weiß, welch Grauen noch in der Dunkelheit lauert. Okay. In diesem Gang ist es stockfinster. Sämtliche Sinne sind hier gefordert. Okay, jetzt müssen wir wirklich im Dunkeln weitermachen. Das ist mal eine tolle Abwechslung. Fürs zweite Level. Nicht immer vom Tod gejagt werden. Okay, da sehe ich schon mal Zeug auf mich zukommen. Wow, sehr viel Zeug. Spinnenbrot. Au. Wow. Hier sind aber viele von denen. Okay. Das sieht wertvoll aus. So, dreimal gegen dich. Ditchen. Und hier gibt es wohl noch mehr Gegner. Hier gibt es schon mal Schlüsseltüren. Und weitere Spinnen. Okay, und ich habe nicht mehr sehr viel Leben. Ich muss mal nach Essen Ausschau halten. Und vor allem vorsichtig sein, was sich in der Dunkelheit so bewegt. So, da ist Essen. Da ist ein Mana-Trank. Licht hätte ich gerne. So, Schlüssel. In dem Übergangsgebiet. Okay, was kommt jetzt auf mich zu? Noch mehr Gegner. Okay, und die Spinnen kommen einfach so aus dem Dunkeln gekrochen. Okay. Müssen wir immer aufpassen. Die goldenen Orks hier sind schon etwas härterer Stoff. Wow. Wenigstens sehe ich die Schamanen. Wow. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt treffen müssen. Wow, Spinne ist garstig. Das könnte nützlich sein. So. Nee. Schamane weg. Und Schamane weg. So. Ein Heilartefakt wäre nicht schlecht, aber ich glaube, da gibt es sogar eins. So, weg mit den Mauern. Weil hier sind noch zwei solche Tränke, die ich gerade nicht gebrauchen kann. So, hier wäre ein Schamane. Genau, weg mit dem. Oh, das war die falsche Taste trotzdem. Genügend Flaschen habe ich ja zurzeit, dann kann ich das auch mal benutzen. Auch wenn das jetzt ziemlich verschwendet war. Okay, es ist immer noch dunkel. Aber gegen die Jungs komme ich auch so an. Wow, nicht gegen den. Wow, tötest du deine eigenen Compadres? Wow, das war jetzt aber Quinlap. Orkmolch. Moloch. Ja, ein Orkmolch. Das ist ein Moloch. Okay, ein Schlüssel. Und sehr viele Gegner habe ich gesehen.
So. Ich frage mich gerade, kann ich irgendwie ihre Rüstung, sie dazu zu bewegen, ihre Rüstung auszuziehen, dass sie mehr Schaden nehmen? So, noch ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Sind hier irgendwo Spinnen in der Dunkelheit? Nein, aber Essen. Also ja, ich muss sagen, die Abwehrkraft ist gar nicht mal schlecht. Von totgejagt werden zu dunklen Höhlen mit Spinnen? Ich dachte jetzt, hier würde uns was anderes jagen. Wow, aber hier sind wir ziemlich gut durchgekommen, muss ich ehrlich sagen. Wenn man nicht ständig den Tod im Nacken hat, ist das dann doch viel angenehmer. So. Heroischer Hunger haben wir Silber freigeschaltet. Das ist sehr schön. Krone haben wir einmal wieder verloren. Ah, genau wie ein Superheld. Ja, Anspielung auf Captain America. Oh, Klingenfalle. Das wird die Klingenfalle sein. Wow. Genau. Au. Ihre Fähigkeiten und Disziplin im Kampf sind beispiellos, Valkyrie. Danke. So. So, jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn ich die blocke. Okay, die haue ich nur um. So. Wow. Das sind mir ein paar... Okay, gelbe Spawner beschwören Orks. Dann weiß ich das schon mal. Und ich sollte Valkyren rufen. Au. Gut. Autsch. Schild mal hochnehmen. Gut. Ey. Von der Seite kommen ist unfair. Da muss ich mal kurz ausweichen und mir das Essen hier oben holen. Ja, so viele wie möglich hinter mir herlocken. Das war daneben. Oh. Da kriegst der halt den Beschwörungsstein gerade. Und da kommt noch ein dritter. Also rufe ich gleich am besten nochmal an beide. So. Valkyren, Mädels. Und machen wir einen Beschwörungsstein kaputt. So. Krone habe ich jetzt leider nicht bekommen. So. Au. Orks, weg. Der Beschwörungsschein muss vernichtet werden. Ja, weiß ich. So, weg mit dem Ork mal. Jetzt seid nur hier drei übrig, hä? So. Sehr gut. Ich könnte jetzt absichtlich an der Klingenfalle hier sterben. Genau, kriege ich Schnittling. Das eine Leben kann ich mir leisten. Valkyrie, ihr seid wieder am Leben. Ja. Das ist, glaube ich, auch für den Multiplayer gedacht, diese Sprüche. Dass die anderen Spieler wissen, wann ein Char wieder am Leben ist. Und dass die anderen Spieler auch wissen, wann ein Char Lebensprobleme hat. Im Eifer des Gefechts. So. Raus hier. Level abgeschlossen. Geldbonus. So. Beliebige Taste. Schnittling abgeschlossen. 35% weniger Schaden durch Klingen fallen. Das ist sehr gut. Sehr schön.
weiter geht's. Wir haben Level 2 geöffnet, aber vorher kurz würde ich gerne meinen Ring aufwerten. Genug Gold habe ich dazu ja jetzt. So. Und das Ding werde ich mal ablegen. Und den Ring auf E tun. So. Vielleicht hole ich mir das Chaos-Amulett oder die Feuerspurstiefel. Oder doch das Hühnchending. Verwandelt zwei Ziele in Truthähne. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit für alle Helden. Das hier wäre nice. Das hier wäre eigentlich auch nice. Die Geschwindigkeitsstiefel. Oder sphärisch werden. Obwohl das hier wahrscheinlich eher für den Krieger was wäre. Die hier wäre nicht schlecht. Das sieht robust aus. Gut. Dann gucken wir mal in Level 2 rein. Überall Spinnweben. Widerliche Kreaturen. Ja. Hier ist es erstmal wieder hell. Zum Glück. Und überall Spinnenweben. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier wohl mit Spinnen anlegen. Falsch gedacht. Hi Jungs. Ja. Au. Hopp, komm mal hin, komm mal mit, du Ding. So. So. Gut. Explodier. Und nimm alles Mögliche mit. Nichts wird sich meiner Rache in den Weg stellen. Genau. Nicht mal ihr popligen Orks hier. So. Weg mit dem Dicken. Und dann weg mit dem Beschwörungskristall. Genau, so. Das war's erstmal mit euch. Jetzt kommen die Grunts wieder. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, was Grunts sein soll. Ich tippe nämlich immer noch auf Dings, auf Ghule. In dem Fall. Weil Grunts sind ja eigentlich Grunzer, also Ork-Infanterie. Aber die anderen sehen eher aus wie Grunzer. Hey, cool, wir haben Valhalla-Erbe freigeschalten. Das heißt, wenn wir unter 30% Leben sind. Wow. So. So. Mal die ausschalten, die Meute. Und einfach mal in die falsche Richtung werfen. Das sieht wertvoll aus. Und der heilt, glaube ich, den Stein gerade. So, deswegen stirbt der jetzt einfach mal, der Kumpel. Kumpelschamane. So. Wir müssen wirklich den Beschwörungsstein zerstören. Der ist doch schon weg, so. Und weg mit den Grunts. Her mit dem und her mit dem Essen. Okay, Eier, die Spinnen spawnen. Ist nicht nett. Genau, weg mit euch. Ey, cool, da kriege ich sogar so Valhalla-Flügel. Au. Das hat mich aber trotzdem nicht vor meinem Tod geschützt gerade. Weil ich mich jetzt zweimal an Spinnen verkeilt habe.